Ja, willkommen zurück zu One Piece Kaizoku Mosu 2. Im letzten Part haben wir mit Nami, also besser gesagt mit Franky gegen Nami gekämpft. Heute ist Lysop dran. Und der Part im letzten Part war ziemlich kurz, nicht mal 8 Minuten, 7 Minuten etwas. Das kommt davon, weil die Parts ziemlich so kurz sind. Also eine Mission, ein Part. Aber ihr wolltet das so. Ich meine, wen hatten wir noch nicht? Es war Sanji, ne? Dann nehmen wir mal Schwarz für Sanji. Natürlich schalten wir noch ein paar Techniken frei und so weiter und so fort. Was? Ja, bitte. Lysop gegen Sanji. Es kann spannend werden. Die Mission ist natürlich ein bisschen schwieriger als zuvor, aber... wir sind gespannt. Und wie ihr Penner hupt da draußen. Gut, hier sind drei Parteien. Oh, das ist falsch. Hier haben wir Ecki. Und hier haben wir wieder Smoke rein. Und dann geht's mal direkt los. Schöne Königreich drum. Ja. Natürlich können wir Attacken jetzt schön so hochkicken und dann mit einem einfachen Skywalk unterbrechen. Was sollen wir überhaupt machen? Das weiß ich gar nicht. Ich will mal einfach ins gelbe Gebiet gehen und da einfach bis draufhauen. Das sieht hier aus wie so ein Lebensgebiet. Oh, und wir haben Falkenauge. Dann machen wir einen schönen Grillschuss. Das hilft immer. Ich gehe mal lieber in den Modus. So, schauen wir mal, was hier so abgeht. So, und ein schöner Spießbraten hinterher. Und dann wechseln wir mal zu Vizeadmiral Smoker. So. Wo haben wir denn Falkenauge? Ach, da ist er. Der hält aber auch viel aus. Naja. Es ist ja immerhin Falkenauge. Aber nur gut. Hier kommt unsere stärkste Attacke. Memories. Die Attacke feiere ich eigentlich ziemlich. Ach, Ace ist auch hier, sehe ich gerade. Mann, ich sehe hier echt gar nichts mehr. Ah, da ist unsere Mission. Wir müssen 1000 Gegner besiegen. Okay. Dann machen wir mal das Ganze. Denk den Pausch. Wie schnell er da kann er natürlich sehr schön weit springen. So, das Gebiet hätten wir. Gehen wir da unten jetzt mal rein oder hier kurz. Hier scheint es Probleme zu geben. So, Robin ist hier irgendwo. Gehen wir aus dem Modus raus, laden uns hier wieder auf. Oh, da ist noch ein Kippen. Ein Anführer. Da muss ich nicht mehr weiter drauf fahren. Sehe ich einen schönen Spießbrat. Und hier haben wir Perona. Können wir die angreifen? Natürlich können wir sie nicht angreifen, weil sie eine Frau ist. Aber soll sich davon abhalten? Mist, ich kann sie echt nicht angreifen. Das ist richtig blöd. Ich muss so Smoker wechseln. Das hilft nichts.
Weil sonst kann ich überhaupt keinen Schaden machen. Ich finde es eigentlich soweit ganz gut gemacht. Aber bringt auch Nachteile mit sich, ne? So, wo sind wir denn? Ah, das war eine gute. Das haben wir ganz gut gemacht. Haben mehr als die Hälfte. So. So, dann haben wir mal hier auch ein bisschen drauf. So. Ich habe hier gerade mein eigenes Tastengehämmer. Aber es war nur die Fackel von vorhin. Komm, dann kann ich auch mit Skywalk besiegen. Geht doch. So, gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal hier direkt unten lang. Hier haben wir nicht eine schöne Herde. So, und hier werden anscheinend mal gelbe gespawnt. Das wollen wir natürlich nicht mehr. Rosetto. Oh, ja, komm her. So, jetzt schaue ich mal. Das sieht doch nach einer schönen großen Menge aus. Für einen Krillschuss. Natürlich treffe ich den hier nicht, ne? Ist ja klar. Und eine Trophäe haben wir. Das ist doch sehr schön. So, schade, den Decken habe ich nicht mal hochgekriegt, den großen. Ist ein Führer besiegt, das mehr möchte ich eigentlich nicht. Wie viele Gegner haben wir denn jetzt schon? Naja, nicht gerade viel. Ite. So. So, dann würde ich mal sagen, ich mal weiter dahin. Oben ist das Gebiet, wo Lissab sich versteckt. Besiegen wir euch mal hier. In unserem Gebiet scheint jetzt Robin aufgetaucht zu sein. Davon würde ich mich aber nicht täuschen lassen. Denn dafür habe ich auch keine Zeit gerade. So, dann schau mach ich mal euch hier fertig. So, hier werden auch noch gespawnt. So. Noch knapp 100 müssen wir besiegen. Auch das vom Feuer, ne? Haben die geil gemacht, dieses Knöster. Wie es auch sonst in Wirklichkeit ist. So, hier sollten die eigentlich auch zurechtkommen. Noch 80 Gegner, genau. Das schaffen wir doch. Hier drauf hauen und da drauf hauen. Jetzt hau ich hier mal ein bisschen drauf. Komm, ich gehe mal meinen Modus, finde ich. Und Spießbraten. So schnell hier reingehen. In das Gebiet, wo die Smoker wechseln werden. Denn... Mist, das war dumm von mir. Wenn hier mal so ein bisschen rumfliegen werden. Und 12 fehlen uns noch. 8. Und wir haben sie komplett. Wir haben 1004 Gegner besiegt. Ihr sollt sich das Tor öffnen. Und ich sehe da schon richtig viele Gegner. Da muss das Hemd zu, finde ich. Vor euch habe ich keine Zeit. Hier haut ab. So, ich würde sagen, ein schönes Begrüßungsgeschenk. Ein Hell Memory. 34 ausgeschaltet. Oh. Das hätte ich vielleicht mal lieber bei Lysop einsetzen sollen.
Wow, wow, wow. Da wird ja schon auf mich geschossen. So, ein Spießbraten. Hast du Lust, du bist auch im Modus? Und bevor Muss vorbei ist, sind wir Leveler! Sehr schön. So, huch, wo ist er denn? Das ist ein Lüster auch nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Ist er wirklich auch noch den Falschen? Oh. Na, warte. Hauen wir da mit Hell Memory? Leider nicht. Aber anscheinend haben wir ihn doch getroffen, aber ich würde ihn gerne mit hochschießen. Und dann kann ich auch nochmal im Modus gehen, Lysop, ne? Was du kannst, kann ich auch. Ach. Ich würde sagen, Smoker darf ihn besiegen. So, macht ihn fertig. Unsere Rauchwolken haben den Rest erledigt. Ey, das sieht zu geil. Oh. Da liegt sie wohl einer schlafen, ne? Gespannt, welches Ende wir kriegen. Das Gute oder das Schlechte? Weil Sanji hat nämlich zwei verschiedene Enden. Ein gutes und ein schlechtes. Und auf einem Foto ist Nami drauf und auf einem Ivankov. Bei Ivankov wird er sauer, bei Nami wird er glücklich. Und ich finde das mit Ivankov das Beste. Na gut, Lysop hätten wir auch. Das wäre unser... die dritte Freundschaftsmünze. So, Nami und jetzt auch noch Lysop. Es werden immer mehr. Eine neue Münze fürs Tablett da hinten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao!